Justizvollzugsanstalt Werl. Mit über 800 Häftlingen gehört dieses Gefängnis zu einem der größten der Bundesrepublik. Wegen Erpressung oder Raubmord, Totschlag oder Kindestötung. Die meisten der hier Inhaftierten büßen langjährige oder lebenslange Haftstrafen ab. Hinter diesen Gittern sitzen Deutschlands schwerste Verbrecher. Laut Statistik sind zwar nur knapp 7% aller Kriminellen äußerst gewalttätig, doch immerhin begehen diese mehr als 70% aller schweren Verbrechen. Es sind sogenannte Soziopathen. Menschen, die unbelehrbar, schamlos und ohne jegliche Schuldeinsicht sind. Gewalt steht bei ihnen auf der Tagesordnung. Dass sie dabei schlimme Straftaten begehen, ist ihnen selbst oft gar nicht bewusst. Ich hatte im Milieu verkehrt und habe auch Waffengeschäfte getätigt. Und ich habe Waffen nach Düsseldorf geliefert, ins Milieu rein. Und die wurden lange Zeit nicht bezahlt. Und da hatte ich nur eine Möglichkeit gesehen. Nimmst du denen die prominenteste Prostituierte und entführ die und erpresst die Leute, damit ich mein Geld bekomme. Dann habe ich da die prominenteste entführt, habe die in ein Wochenendhaus im Rheinland verbracht, habe sie gefesselt. Hab dann Kerzen aufgestellt, damit ein bisschen Licht drin ist. Hab mit Diesel einen alten Ölheizer angemacht und bin dann losgefahren, um zu telefonieren, damit die an meine Kohle kommen. Aber ich konnte keinen erreichen, bin dann nach mehreren Stunden zurück, hab schon von Weitem gesehen, dass das Haus in Flammen steht. Die meisten Soziopathen sind unfähig, eine emotionale Furcht vor einem drohenden Ereignis zu empfinden. Ihnen fehlt die antizipatorische Angst und die Vorausplanung. Sie sind also überhaupt nicht in der Lage, sich vorzustellen, zu welchen negativen Konsequenzen ihr schlimmes Verhalten bei anderen Menschen führt. Ich habe nie damit gerechnet, dass es so ausgeht, dass die Frau zu Tode kommt, dass das Haus abbrennt. Das war ein Bretterverschlag, war das, also ein Wochenendhaus, ja. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich denke, das geht gut. Die geben mir das Geld, kriegen die Prostituierte wird, dann hat sich das. Besonders auffällig, schwere Gewalttäter können häufig die Mimik ihrer Mitmenschen nicht richtig einschätzen. Gefühle wie Angst oder Ablehnung im Gesicht ihres Opfers erkennen sie nicht. Sie leiden an einem Mangel an Empathie. Ein Mitgefühl für Mitmenschen ist ihnen fremd. Soziopathen sind schon deshalb gar nicht in der Lage, sich in die emotionale Welt eines anderen Menschen hineinzuversetzen. Was bei den Kindern so vor sich gegangen ist, kann ich nicht mich schlecht hineinversetzen, aber ich nehme an, ansonsten hätten die Kinder nicht ja gesagt, dass ich es machen könnte. Wenn sie es nicht gewollt hätten, hätten sie nein gesagt. So habe ich den Eindruck. Uneinsichtig, unüberlegt oder unberechenbar? Warum werden Menschen zu schweren Gewalttätern? Warum fügen sie anderen immer wieder Schaden zu? Um das herauszufinden, gehen Hirnforscher, Psychologen und Verhaltensbiologen Gewalttätern ans Eingemachte. Mit modernsten Hightech-Geräten versuchen sie, dem Keim des Bösen endlich auf die Schliche zu kommen. Sie wollen wissen, ob das Gehirn von Soziopathen anders funktioniert. Ob der Ursprung der Gewalt tatsächlich im Kopf zu finden ist. Die Wissenschaftler können dem Gehirn jetzt regelrecht bei der Arbeit zuschauen. Dieser sogenannte funktionelle Kernspintomograph macht es möglich. Mit Hilfe von Magnetwellen werden sowohl die Durchblutung als auch die Aktivität der verschiedenen Hirnregionen gemessen. Die Daten werden am Computer ausgewertet. Die ersten Ergebnisse mehrerer Studien an Strafgefangenen sind bemerkenswert.
Bei vielen Gewalttätern scheint ein Teil des Vorderhirns nicht richtig zu funktionieren. Ausgerechnet die Region, die für unsere Impulskontrolle und unser Einfühlungsvermögen zuständig ist. Die Folgen für die Betroffenen sind gravierend. Sie sind nicht in der Lage, ausreichend zu planen. Sie können nicht das, was Folgen ihres Handelns sind, ausreichend vorhersehen. Die Steuerung ihres gesamten Verhaltens auf vielen Ebenen ist halt herabgesetzt. Und das kann sehr häufig eine Disposition auch zu erhöhter Explosivität, zu erhöhter Gewaltbereitschaft mit sich bringen, was dann entsprechende Straftaten zur Folge haben kann. Amerikanische Neurologen untersuchten die Hirne von über 150 Mördern. Unter den Gehirnen befand sich auch das von Jeffrey Dahmer, einem Serienkiller, der in den 80er und 90er Jahren 17 junge Männer grausam ermordete. Die Forscher fanden bei ihm eine Reihe gravierender Veränderungen im Vorderhirn. Schädigungen, die einen ganz normalen Menschen in eine Bestie verwandelten. Der Blick ins Gehirn von Gewaltverbrechern offenbarte den Wissenschaftlern noch ganz andere Erkenntnisse. Nicht nur das Vorderhirn, sondern auch das sogenannte limbische System ist bei aggressiven Menschen häufig beeinträchtigt. Es spielt bei der Steuerung unserer Gefühle eine zentrale Rolle. Wichtig ist vor allem der mandelförmige Abschnitt, die sogenannte Amygdala. Hier haben Störungen fatale Auswirkungen. Die Betroffenen sind unfähig, eine soziale Angst zu lernen, da die entsprechende Hirnregion nicht aktiviert werden kann. Wir wissen sicher, dass in manchen Fällen Gewaltbereitschaft mit Hirnpathologien zusammenhängen. Wie hoch der Prozentsatz aller auftretenden Gewalt ist, die auf solche Hirnstörungen zurückzuführen sind, muss durch die Forschung herauskommen. Aber es ist zu vermuten, dass viel mehr Gewalt auf Hirnpathologie beruht, als bisher angenommen. Nicht jede Hirnschädigung bringt automatisch einen kriminellen oder brutalen Gewalttäter hervor. Manchmal fällt der eine oder andere Betroffene nur durch eine höhere Risikobereitschaft oder Rücksichtslosigkeit auf. Doch diese Verhaltensstörungen können die Persönlichkeit eines Menschen extrem verändern. Probleme im Alltag sind da vorprogrammiert. Mein ganzes Gesamtverhalten wurde unmöglich. Ich habe überall Streit gesucht und habe mit jedem geschimpft. Und die Kinder und die Frau, meiner Frau, habe ich manchmal, zum Glück habe ich sie nie geschlagen, Gott sei Dank. Aber eben wurde eben unmöglich. Und jede Fliege hat mir an der Wand gestört. Selbst im Garten die Frösche, die, wenn die gequakt haben, habe ich mit der Schippe nachgeschlagen. Und da bin ich eben unmöglich geworden. Und meine Freunde und unsere Freunde, Familienfreunde und meine Fußballfreunde und alles, die haben bloß mal gesagt, was ist bloß mit dem los, der wird immer unmöglicher. Wodurch werden eigentlich diese schweren Schädigungen im Gehirn verursacht? Was zerstört einen Menschen derart, dass sein ganzes Wesen verändert wird? Erkrankungen, die für aggressives Verhalten verantwortlich sind, können sehr unterschiedlich sein. Wir sehen in der Neurochirurgie häufig Patienten mit Schädelhirnverletzungen, die nach der Verletzung auffälliges Verhalten zeigen, häufig auch nach Hirnblutungen, nach Blutungen unter die Spinnwebenhaut, den Subarachnoidalblutungen. Bei Wasserkopf, Hydrocephalus, kommen solche Veränderungen vor. Und nach Entzündungen, nach Hirnentzündungen und nach Geschwulsterkrankungen oder bei Geschwulsterkrankungen, wenn Geschwülste auf bestimmte Hirnanteile drücken. Prominentestes Beispiel ist Ulrike Meinhof. Die Top-RAF-Terroristin war in den 70er Jahren an zahlreichen Mordanschlägen beteiligt. Nach ihrer Festnahme wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt.
1976 erhängte sie sich in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim. Bei ihrer Obduktion wurden Deformationen in der rechten Hirnhälfte entdeckt. Krankhafte Veränderungen, die nach einer Gehirnoperation im Jahre 1962 entstanden sind. Ein gutartiger Tumor saß so ungünstig, dass er nicht richtig entfernt werden konnte. Kam es deshalb zu massiven Schädigungen, die zu erhöhter pathologischer Aggressivität geführt haben? Die neurochirurgische Operation, die bei Ulrike Meinhof durchgeführt wurde, fand in einer Hirnregion statt, die in sehr naher Nachbarschaft dieser Hirnsysteme liegt, die mit Aggression, Steuerung zur Gewaltbereitschaft etwas zu tun haben. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass diese Hirnveränderung mit dem Tumor zusammenhängt, bei ihr eine Persönlichkeitsveränderung hervorgerufen hat, die die Bereitschaft zu gewalttätigem Verhalten erhöht hat. Medizinische Ursachen also als Keim des Bösen? Die Erklärungen sind sicherlich plausibel. Doch die meisten der hier inhaftierten Gewaltverbrecher leiden weder an einer Tumorerkrankung noch an den Folgen eines Schlaganfalls. Es scheint, dass ihr aggressives Verhalten noch von ganz anderen Faktoren beeinflusst wird. Unsere Suche nach dem Kainsmal geht also weiter. Aktuelle Studienergebnisse an Strafgefangenen bestätigen derzeit noch ganz andere Vermutungen. Und zwar einen deutlichen Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten und einem körpereigenen Botenstoff, dem Serotonin. Eine Substanz, die in unserem Gehirn für das Wohlbefinden verantwortlich ist. Die dafür sorgt, dass wir unter normalen Lebensumständen ausgeglichen und zufrieden sind. Menschen mit niedrigem Serotoninspiegel fühlen sich leicht bedroht. Sie reagieren impulsiv und schnell aggressiv. Nicht nur gegen andere, sondern auch gegen sich selbst. Gewalt also, weil die Biochemie nicht stimmt? Es ist ja lange bekannt, dass schwere Defizite in diesem System zu Depressionen führen, zu Selbstverletzungen, besonders bei Frauen, und zu erhöhter Aggressivität bei Männern. Und diese erhöhte Aggressivität ist dann wahrscheinlich wiederum diese reaktive Aggressivität, von der wir schon gesprochen haben, dass man sich zu sehr bedroht fühlt. Also das macht alles Sinn. Ich habe ein System in mir, das normalerweise mich beruhigt und sagt, es ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Und wenn dieses System ausfällt, fühle ich mich stark bedroht. Und dann werde ich aggressiv, sozusagen, weil die Frustration zu groß ist. In den Niederlanden wurden mehrere männliche Angehörige einer Großfamilie untersucht. Allesamt Mitglieder eines Clans, der wegen unzähliger Delikte in die Schlagzeilen geraten war. Die hohe Gewalttätigkeit der Männer zog sich durch Generationen hinweg. Die Forscher stellten bei den untersuchten Männern stark veränderte Serotoninwerte fest. Und die wurden ausgelöst durch einen Gendefekt. Einem Fehler im Erbgut, der den Stoffwechsel im Gehirn völlig durcheinander bringt und sich von einer Generation zur nächsten überträgt. Es scheint also, dass die Gene Einfluss darauf haben, ob Menschen zu erhöhter Aggressivität und Gewaltbereitschaft neigen oder nicht. Ein spezielles Aggressionsgen fanden die Wissenschaftler allerdings bislang noch nicht. Sie gehen davon aus, dass es ein Zusammenwirken von verschiedenen Genen ist. Ob diese Gene zu soziopathischem Verhalten führen, hängt von einer ganzen Reihe anderer Faktoren ab. Das Böse wird uns zwar mit in die Wiege gelegt, doch es ist noch lange nicht alleine für unsere Aggressivität und unsere Gewaltbereitschaft verantwortlich. Unser Gewaltverhalten gehört zu dem Bereich von Verhaltensweisen, bei dem man annimmt, dass etwa 50% unserer Verhaltensweisen angeboren ist. Die Hälfte. Und weitere 30% sind wohl frühkindlich geprägt und 20% stehen der Erziehung in der Gesellschaft zur Verfügung. Vernachlässigung und mangelnde Sozialisation.
Gewalt und Missbrauch in den ersten Lebensjahren eines Kindes, das sind vor allem die entscheidenden Kriterien, ob eine genetische Veranlagung zur Gewalttätigkeit tatsächlich zum Ausbruch kommt. Ich bin mit Gewalt groß geworden. Ich habe Bilder vor Augen, da war ich 5 Jahre alt. Da hat meine Mutter mit einer Schippe, hat mein Vater die Hand halb abgekloppt, hatte Finger weg. Ja, das kam aber daher, sie ging immer fremd, da gab es Theater, da hat mein Vater viel Alkohol getrunken und dann Schlägereien bei einer Tagesordnung, Da flogen die Kaffeekannen durch ein Fenster. Also Gewalt habe ich tagtäglich erlebt. Wir wurden auch schwer geprügelt von den Eltern. Meine Mutter hat Frust an uns ausgelassen, wenn sie sich mit ihrem Mann, also mit meinem Vater in der Wolle hatte. Mein Vater, wenn wir mal einen Fehler gemacht haben, dann ging der raus, hat dann Stöcke geschnitzt mit dem Messer vor unsere Augen, sagte so, gleich gibt es eine Abreibung, dann gab es auch eine richtige Abreibung. Erlebnisse, die tiefe Narben hinterlassen. Nicht nur auf der kindlichen Seele, sondern auch im Gehirn. In unseren Tierexperimenten haben wir in der Tat zeigen können, dass diese frühen Erfahrungen, insbesondere die traumatischen Erfahrungen, ihre Fußspuren im Gehirn hinterlassen. Und zwar in Form der Verschaltung zwischen den einzelnen Nervenzellen, also die Übertragungskanäle, in denen die Information weitergetragen wird. Und interessanterweise finden diese Veränderungen genau in den Hirnregionen statt, die für die emotionale Verhaltenssteuerung zuständig sind und auch für die Wahrnehmung der Emotionalität meines Gegenübers. Und die Vermutung ist, und wir haben auch erste Befunde dazu, dass diese veränderten, durch traumatische Erlebnisse veränderten Verschaltungsmuster bei diesen Personen, wenn sie dann älter sind, zu Verhaltensstörungen führen können, zu veränderter Emotionalität, einschließlich einer erhöhten Aggressivität oder einer pathologischen Aggressivität, entweder gegen sich selbst gerichtet oder eben gegen andere gerichtet. Gewalttätiges Verhalten beginnt bei vielen bereits vor der Pubertät. Auffällig, viele schwere Gewalttäter leiden schon seit ihrer frühesten Kindheit unter ADHS, dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Etwa die Hälfte der betroffenen Kinder zeigen antisoziales Verhalten. Sie werden zwar nicht automatisch zu Gewalttätern, sind jedoch stark gefährdet. Das Kind erlebt sich dann in der Folge von Jahren im Kindergarten, dann in der Schule immer als Außenseiter, als abgelehnt, als Zeitbombe, als Risikokind, nimmt das in sein Selbstwertgefühl hinein, fühlt sich schlecht, fühlt sich weniger gut als andere Kinder, ist dann auch ärgerlich darüber, dass es abgelehnt wird und denkt, wenn ich sowieso für schlecht gehalten werde, dann kann ich ja auch schlecht sein, dann räche ich mich halt auch und dann teile ich eben halt auch aus und dann tue ich auch so, als ob ich das will, obwohl ich eigentlich weiß, dass es mir oft rausrutscht. Also es wird dann auch absichtsvoll und eine negative Identität bildet sich allmählich heraus, die dieses aggressive Verhalten letztlich dann auch immer mehr verfestigt in der Persönlichkeit des Kindes. Ob Veranlagung oder Erziehung, Unfall oder Krankheit. Auch wenn die Ursachen noch so verschieden sind. Wenn Menschen zu Monstern werden, sitzt der eigentliche Übeltäter meist direkt im Gehirn. Sicherheitsverwahrung in der forensischen Klinik Uchtspringe in der Nähe von Magdeburg. Vergewaltiger, Kinderschänder oder Mörder. Über 250 Gewalttäter befinden sich hier im Maßregelvollzug. Es sind kranke Menschen, vor denen die Öffentlichkeit geschützt werden muss. Ein Leben hinter Gittern, weil sie einfach unberechenbar sind. Aber auch diese Menschen haben sich ihr eigenes Schicksal nicht selbst ausgesucht. Der Lebensumstand zwingt es ihnen auf. Sie verfügen nicht tatsächlich über einen freien Willen. Kann man sie also dennoch für ihre Taten verantwortlich machen? Es gibt Störungen im limbischen System und auch in anderen Hirnteilen,
wo wir nach heutiger Erkenntnis nicht davon ausgehen können, dass eine Schuldfähigkeit vorliegt. Und das Gesetz nimmt das ja auch so an. Das heißt, man kann schon überprüfen, ob Einsicht da ist oder nicht. Und es gibt bestimmte Krankheitsformen oder Störungen, wo überhaupt keine Einsicht vorliegt. Doch was soll man mit solchen Soziopathen tun? Mit Menschen, die wegen organischen Ursachen immer wieder gewalttätig werden, die immer wieder zuschlagen, die unbelehrbar und ohne Schuldeinsicht sind. Sollte man sie einfach wegsperren? Vielleicht für immer? Eins ist sicher, ein normales, gewaltfreies Leben zu führen, ist für diese Menschen so gut wie unmöglich. Denn dazu sind sie schon aufgrund ihrer Hirnbiologie einfach überhaupt nicht in der Lage. Die meisten der hier Inhaftierten sind hoffnungslose Fälle. Ihre Verbrechen und Gräueltaten werden sie vermutlich immer wieder tun. Wir haben aus der Erfahrung heraus sehr große Probleme, hier eine durchgehende Resozialisierung durchführen zu können. Es fällt auf, dass es einige Menschen gibt, wenn sie dann in Behandlung kommen, auch durch eine sehr intensive Behandlung häufig aufimponieren durch große Schwierigkeiten, sich in solche Therapien einzubringen und tatsächlich solche Therapien erfolgreich zu durchlaufen. Langjährige psychiatrische Behandlung, teilweise mit Medikamenten unterstützt, mag einzelnen Straftätern wieder zu einem normalen, gewaltfreien Leben verhelfen. Doch die Regel ist es nicht. Zu hoch ist noch die Anzahl der Therapieversager. Immer mehr Psychiater und Hirnforscher fordern deshalb, dass die biologischen Veränderungen im Gehirn mit in die Therapie einbezogen werden müssen. Je früher ein sogenanntes biopsychologisches Hirntraining stattfindet, desto wirksamer. Im Moment sind die Ergebnisse zur Resozialisierung nicht besonders gut, das wird jeder zugeben. Aber die Frage, sind sie resozialisierungsfähig, muss man ganz klar mit Ja beantworten. Denn ich kann natürlich durch Lernen meine Gehirnareale beeinflussen, ich kann sie ändern. Die Frage ist nur, welchen Lernprozess muss man entwickeln, damit sich diese Hirnareale, die bei diesen Personen so schlecht aktiviert werden, in solchen sozialen Situationen, in denen sowas passiert, wie kann ich diese Hirnareale wieder zum Lernen bringen? Und das ist eine Frage, die man leicht beantworten kann. Das muss gehen. Das ist nur eine Frage, das richtige Verfahren zu finden. Von daher würde ich Ihre Frage, sind solche Straftäter resozialisierungsfähig, ganz klar mit Ja beantworten. Es liegt an uns, wenn wir das nicht schaffen. Für ältere Gewalttäter, für den harten Kern der immer wieder Rückfälligen, wird derzeit an der Tübinger Universitätsklinik ein besonderes psychobiologisches Trainingsprogramm entwickelt. Mit einem sogenannten Neurofeedback-Training sollen betroffene Gewalttäter zukünftig lernen, ihre gestörten oder unteraktivierten Hirnregionen zu erregen. Aus eigener Kraft. Was genau sich im Hirn abspielt, wird mit Hilfe des funktionellen Kernspintomographen kontrolliert. Während der Untersuchungen bekommen die Probanden Gesichter mit verschiedenen Gefühlsregungen vor Augen geführt. Sie müssen versuchen, sich in andere Menschen oder Lebenssituationen hineinzuversetzen. Und sie müssen lernen, ein Mitgefühl für andere zu entwickeln. Gelingt ihnen das, wird die Durchblutung in bestimmten Gehirnregionen, wie beispielsweise in der Amygdala, deutlich erhöht. Ob und wie gut diese Selbstaktivierung funktioniert, können die Probanden und die Wissenschaftler während der Untersuchung jederzeit über den Computerbildschirm kontrollieren. Wenn man also lernen kann, bestimmte Teile des Gehirns, ganz bestimmte Stellen, nicht das gesamte Gehirn, selbst zu beeinflussen,
dann ist die Voraussetzung unter Umständen gegeben, dass im Leute, die in diesem Gehirnteil zu wenig Blut haben, wo man Angst empfinden sollte, dass die selbst dazu gebracht werden können, in solchen riskanten Situationen, in denen sie asozial und auffällig werden, selbst eben die Durchblutung ihres Gehirns willentlich wieder zu erhöhen und dann in diesen Situationen auch Angst oder die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, empfinden können. Und wenn sie das könnten, dann werden sie richtige Straftaten auch in der Regel nicht begehen und nicht so exzessive Straftaten. Bekämpfung der Gewalt mit biopsychologischen Trainingsmaßnahmen anstelle von Jahre- oder jahrzehntelangem Maßregelvollzug. Ob man schwere Verbrecher damit langfristig tatsächlich zähmen kann, ist derzeit noch ungewiss.